Hallo zusammen und herzlich willkommen zur neuesten Folge von unserem Upsides Podcast. Wir hören viel von zusammengekauften Truppen, widerlich ist meine auch. Aber zum Glück ist das das Einzige, was ich mir leisten kann. Und zwar ist er sehr günstig, der Andi. Hi Andi, wie geht's? Ich denke, zusammengekauft würde heissen, du hast etwas zahlt dafür, aber ich wüsste es nicht. Für die Kameramänner zahle ich für dich noch nicht. Das ist ja so. Aber du hast etwas bekommen, das sehe ich schon, du hast es schon an. Sicher, voller Stolz. Das ganze Team hat ihre Kleider regelmäßig an, nur ich nicht. Das ist tragisch. Ich bin der Einzige, der es vergisst. Hast du immer einen Chef, der so blöd tut? Ja, ist der so. Will sich abheben. Also nicht extra, aber... Das Fussvolk hat es auch. Alles gut. Der Andi ist da. Andi, wie geht's dir? Hast du eine schöne zwei Fußballwochen gehabt? Ich hatte sehr spannende Fußballwochen gehabt. Persönlich bin ich auch... Ja, playoff-technisch geht es jetzt so, aber... Mal, ich hatte gute zwei Wochen gehabt. Schade, haben wir letzte Woche keine Zeit gefunden, aber umso mehr haben wir jetzt zum Sprechen, würde ich sagen. Ja, aber widerlich zusammengekaufte Truppen haben nicht immer Zeit. Nein, sorry, ich höre jetzt gerade damit auf. Wir haben Playoffs in der AWSL, das ist der grösste und der Hauptfokuspunkt. Dann geht es auch noch ein bisschen um Playoffs in der U19, aber dort ist auch etwas Spannendes passiert. Und ich sage, wir gehen gerade rein. Andi, wenn historisch gesehen, haben wir ja bei Servette gegen Aarau meistens im ersten Match wenig Action, im zweiten Match dann viel Action, aber eigentlich sehr einseitig. Das Mal hat es im ersten Mal schon viel Action gegeben und das hat wahrscheinlich dazu geführt, dass der zweite Match spannend geworden ist. Servette gewinnt auswärts im Schach 4-0 und dann sind sie daheim 2-3 hinten. Gibt es viel zu sagen zu diesen zwei Matchen? Mich würde interessieren, hast du irgendwann mal das Gefühl gehabt, im Rückspiel beim 2-0 Oha? Ja und nein. Echt? Hast du das Gefühl gehabt, beim 2-0, hey, die gewinnen jetzt 4-0 und können die Verlängerung? Ja, kurz. Als ich gesehen habe, dass sie führen, 1-0, und nochmal die Startaufstellung angeschaut habe. Ich war in Aarau am U19 streamen, darum hatte ich viele Leute um mich herum, die das Video parat hatten. Und dann fällt noch das 2-0. Weil das Gute ist, wir hatten Verspätung in unserem Match, wegen dem Senioren-Match vorher. Da haben wir ein bisschen Zeit gehabt, da ist eben schon 2-0 gestanden, bevor wir abpfiffen haben. Und, oder gerade, wo wir abpfiffen haben. Und da habe ich die Aufstellung von Servette gesehen. Ich habe gesehen, dass Aarau zwei schöne Goal geschossen hat. Und da habe ich gedacht, hey, weißt du was? In der Tümmi. Und Aarau haben ihre weißen Trikots angehabt, die bringen ihnen Glück. Kann ich. Ihre neuen weißen Trikots. Ich weiß nicht, ich sehe das. Nein, ich habe auch nie zweifelt, dass Servette nochmal auffahrt. Die sind so souverän und so abgeklärt und so ich in solchen Situationen. Gedacht, aber dass gleich die Aufstellung von Servette 2 noch hinten ist, hat mich überrascht. Aber natürlich hat Servette dann wieder gezeigt und sie hat auch eine 4-5-6-2 gewonnen. Ja, oder noch 3-3. Aber ja, der Penalty. Das ist ein ganz, ganz fieser Penalty. Ist das 2-2 gesehen? Also, den hätte ich jetzt nie gegeben. Den verstehe ich nicht. Ich als du bist ja jetzt neuer Schiri. Ich als OFV-Schiri. Und der OFV möchte ich ja befördern nach einer Drittelsaison. Das ist ja unglaublich. Nein, ich verstehe auch nicht, wo da ein Penalty zu sehen ist. Aber vielleicht sollte man rein. Sie fällt auf sie runter. Ja, aber... Hä? Sie fällt auf sie runter. Und das ist das, was der Schiri sieht. Sie fällt auf sie runter. Nein, das ist nie im Leben... Ich sehe den nicht. Weil sie gewinnt ja noch das Kopfballduell. Eben. Aber... Aber sie geht auf sie runter, sie geht gefährlich rein. Nein, es war nie ein Penalty. Nie. Aber eben, ja, du, ist cool. Ich glaube, cool für Aarau, auch für Selbstvertrauen. Du gehst jetzt 2-0 in Führung. In Genf ist ja schon mal schön. Mhm. Ich glaube, etwas eben. Ich glaube, sie haben es nachher im Interview auch noch gesagt. Gell? Das Ziel war, sich für die Playoff überhaupt noch zu qualifizieren. Ja, das ja. Schon Celia Hoffer, die neu gefundene Innenverteidigerin war. Genau, ja. Das verlängert ihre Karriere wahrscheinlich um ein Jahr, zwei. Ja, ist halt angenehmer zum Spielen jetzt hin, ja. Nein, sie hat das gut gesagt. Ich glaube, das ist das richtige Fazit. Sie sind glücklich, dass sie Playoffs mitmachen können. Ja. Haben jetzt im letzten Spiel, vor allem in der ersten Halbzeit, noch können zeigen, dass sie halt... Ja, das haben einen guten Tag, vielleicht sogar... wie du gesagt hast, in der Dümmine. Vielleicht sogar würde Punkte drin liegen gegen Servette oder so. Mhm. Ich glaube, dann wird das Mut machen für die nächste Saison. Ja,
Das ist so. Im Endeffekt war das wichtig. Das 4-0 daheim hat einfach wieder mal gezeigt, wie Servet souverän sein kann. Ich habe gesehen, Servet hat dort mit 3 Stürmer gespielt. Niemand hat Jonas Scheite belohnt für ihr Cup-Final-Goal mit einer Startaufstellung. Und dann habe ich gewusst, noch ohne den Match zu schauen. Arm Sarah. Und das ist gesehen, Servet mit 3 Stürmer rein funktioniert hat. Schon rassig. Ja. Ja, das ist halt ganz anders. Das ist ein anderes Niveau. Das ist einfach auch, gell, du hast die Leute auf der, im ganzen Kader verteilt, die wirklich Qualität haben. Und das kannst du als Aarau gar nicht kompensieren. Das ist unmöglich. Da musst du wirklich einen Top-Tag haben. Und dass dann 90 Minuten auch an diesem Tag ziehen können, ist halt auch schwierig. Ich glaube, Servet hat das mega abgeklärt und mega souverän gemacht. Ich bin halt gespannt, wie es jetzt wird, wenn es dann weitergeht. Ja, ich bin auch gespannt. Aber wie gesagt, Aarau, wir haben gewusst, hat sich als Gast in die Playoffs hineinbegeben. Und wir haben gewusst, das geht nicht mehr um viel. Das hat man auch daran gesehen, dass bei mir am U19-Match mehr Aarau-Fans waren als in Aarau. Echt? Wirklich? Also sicher vorstandstechnisch. Aber die haben auch gesagt, gell? Sie haben gesagt, look, bei einer offenen Ausgangslage, weil der Rise of Servet ist halt schon anstrengend. Und das verstehe ich ja. Ja, ja. Die Spielerinnen haben es auch müssen machen. Ja, also, ja, ja so, das ist natürlich geil. Die Spielerinnen werden aber du, nein, das ist voll okay. Ich glaube, eben, wie gesagt, das Ziel erreicht. Da kann jeder bei Aarau nach dieser Hinrunde kann jeder zufrieden sein und kann sagen, hey, easy, wir haben Playoffs erreicht. Und Servet mit dem 8-2 Goal sagt halt auch wieder mal, hey, we're ready. Ja, sind sie ready? Ich sage schon. Ist das ich, look, ich, für mich ist Servet letzte Saison so Peak Frauenfußball auf Club-Niveau, wo ich erlebt habe. Das Jahr vorher ist Servet besser gewesen. Ich habe letzte Saison habe ich das geil gefunden zu sehen, wie die miteinander, wie das spielerisch gemacht. Also ja, Servet letztes Jahr hatte einen grossen Schwachpunkt, eine grosse Schwäche, oder eine grosse Nachteil, das ist Kumba so gesehen. Die hat nicht in das System hineingepasst. Nein, aha. Egal wie man es versucht hat zu wenden und zu drehen, die Kumba so hat nicht ins System gepasst, hat aber Geld gekostet und war Starspielerin für die WM gewesen und hat gespielt und hat halt auch vielleicht weniger müssen spielen. Und das ist nicht gegen Kumba so. Kumba so ist eine sehr gute Fußballerin, spielt eine gute Saison bei Basel. Aber das Servet von Erik Severak hat Kumbasau nie reingepasst und das hat aber der Erik Severak und Kumbasau wahrscheinlich gar nicht gewusst, wo sie das Angebot von Paris FC angenommen haben, um sie ein halbes Jahr beherbergen. Ja, also ich habe letzte Saison einfach Servet besser gefunden und ich habe mit dem Servet diese Saison nicht angefangen. Ich weiss, dabei ist jetzt spanischer Fußball und du machst ja so, als wärst du Spanier. Ja, ist das spanische Fußball. Glaube ich nicht. Teil schon, Barcala. Oder vielleicht ist es so schottischer Fußball, gell? Ja, hätte dort mehr zu tun damit als Spanien. Nein, keine Ahnung. Ich kann mit denen nicht viel anfangen, aber gell, trotzdem siehst du halt, sie sind brutal souverän. Sie sind brutal abgeklärt und sie haben das Spiel einfach im Griff. Also jetzt auch bei 2-0 habe ich nicht gedacht, hey, geil, jetzt Aarau gelingt noch die Überraschung. Sondern ich habe, also, keine Ahnung, nie so ein Überraschungsgefühl gehabt. Also hatte ich andere Spiele, gehabt, wo ich eher denkt, oh fuck, Achtung. Hörst du auf, dass du dich malträtierst? Bumba, tumba, tumba, bumba. Hei, hei, hei. Dass ich da bei anderen Spielen viel mehr das Gefühl hatte, dass dann etwas gedreht werden könnte. Ich habe das Gefühl, wir sind hier bei Moana. Und du bist ein Maui, sind meine Maui. Da bin ich raus. Kennst du nicht? Hast du nie Moana geschaut? Nein. Du bist ein Kind und hast noch nie Moana geschaut? Nein. Oder wie mehr Leute Vaiana nennen. Disney ist Vaiana. Wo heißt denn ein kleines Kätzchen? Nicht das Kätzchen, das kleine Männchen, das Tattoo-Männchen von Maui. Aha, okay, ja. Wie heißt er? Maui heißt er. Oh. Oh. So fest schaust du mit deiner Tochter gerne filmen, he? Nicht wirklich, nein. Leben siehst du? Gar nicht, fast gar nicht. Du schlecht. Du zwingst sie zum Fußball schauen. Nein, sie kommt, also in die Stadion kommt sie von gerne mit, selber. Und es Würst geht. Und Cocky. Nein, Cola nicht wirklich im Fall. Wasser, Fanta. Aber Bratwurst. Also, ja. Mit dem hast du sie. Ja. Das ist einfach das Ding. Kinder haben Freude, oder? Nein, aber zum Beispiel, sie ist zum Beispiel, wo wir
im letzten Grund waren. Mhm. Ich sie mega gerne mitgekommen, ich finde das mega cool. Ja, ich hätte gerne gesehen, wie es mit ihr im Stadion ist, wenn du Tickets gekauft hättest dort in Österreich. Ja. Oh mein Gott, sag mir. Und die ganze Familie hat nicht reinschmuggeln, hätte ich vielleicht noch geschafft. Ja, das war Champions League, gell? Das ist nicht Champions League. Nein, Länderspiel. Länderspiel, Deutschland gegen Österreich gegen Portugal. Österreich, Portugal. Und wir stehen vor dem Stadion und können rein. Ja, ich bin zum Glück schon akkreditiert. Vielleicht hätte ich einen von euch reinschmuggeln, aber alle drei. Wäre ein bisschen assi gewesen. Wäre, ja. Obwohl, weißt du, das war auch hure blöd gewesen. Und das haben ja sie selber gesagt. Jetzt mussten sie den Stehsektor absperren. Beide Seiten dabei hatten es genug Fans gehabt. Ja. Und weißt du, da kann man ja auch hocken. Also, es ist ein Frauenfußballmann. Aber wir hätten es ja auch blöd, wir hätten es von der Autobahn, von der Brücke. Ja, das können, was auch cool ist an diesem Stadion. Ja. Ist echt geil. Ja. Du, zum Glück schweifen wir nicht ab. Ja, wenn du den Tisch malträtierst. Nein, Servet, ich finde. Weißt du, und heute ist die Kamera auf dem Tisch. Das ist ja das Problem. Du machst nicht viel leiden. Ja. Servet gefällt dir nicht. Mir gefällt es, weil es ist halt einfach souveräner Fußball. Ich habe gerne souveränen Fußball. Im Endeffekt muss man aber schon sagen, wie viel mag es leiden? Servet hat gegen Zürich 3-0 verloren und das ist halt schon eine Niederlage, die mir Sorgen bereitet. Insgesamt, wenn man schaut, bis Ende Saison. Aber es sind noch 3 Matches für Servet vielleicht. Also macht es dir auch Sorgen, wenn du nachher siehst, dass sie so souverän, dass sie nachher IB im Pokal, also im Gap-Finale doch gewinnt? Ja, das macht mir Sorgen, weil aber IB ist ja ich kann mir nicht erklären, warum sie es dort nicht geschafft haben. Theoretisch müssen wir IB stärker einschätzen, aber faktisch war ja Zürich immer noch vor IB in der Tabelle gewesen, von dem her. Schwierig. Aber ja, die Red Boots, die neue magische weiße Shirts, die ihnen Glück gebracht haben, aber mir auch nicht, weil ja, gut, sie haben eh schon überperformt. Jetzt dürfen sie noch 2 Mal gegen GC spielen. Vielleicht können sie dafür die Mücke Papai daran hindern, Courtney Strode zu überholen auf der Torschützenliste. Nein, jetzt, für Ara wäre es geil, wenn jetzt die Saison durch wäre. Nein, die 2 Matches sind schon gut für sie. Nein, ich finde, dann hätte es sagen easy kommen, hey, wir haben die erste Halbzeit gegen Servet noch gewonnen. Gehen heim, fertig, easy, ja, ey, gut Spiel. Ich habe den Modus nicht gemacht. Ich bin auch gegen die Platzierung gespielt. Aber jetzt haben sie 2 Spiele gegen GC. Vielleicht setzen sie die clever an, dann kann man die schauen. Dann haben sie noch GC und Sinomo als Zuschauer. Und ja, GC schaut vielleicht, ja, keine Ahnung, was sie da machen mit der U19, ob sie dort noch mal ein bisschen Spielerinnen runtergeben. GC kann so seine Verträge erfüllen, den Spielerinnen ihre Mindestspielzeit vielleicht noch erhöhen. Und wir könnten vielleicht noch anständigen Fußball sehen. Würde ich mir vorstellen. Also für uns ist es schon cool, dass es weiter im Fußball geht. Ich sage, für die Aarau-Spielerinnen wäre es wahrscheinlich cool gewesen. Wir können sagen, hey, jetzt haben wir Servet in der ersten Halbzeit. Ja, ja, mehr und das wäre ein gutes Saison-Highlight gewesen. Mehr als nur ein bisschen geknackt, sondern wir haben sie wirklich geärgert. Sie hätten auf dem Weg zurück, können dort ins Neuchâtel in die Beiz gehen, wo die ganze Nacht offen hat. Dort auf ein Pasta und Pizza essen und dann wäre die Saison beendet gewesen. Hat nicht so 24 Stunden? Nein, nicht 24 Stunden, aber die sind einfach offen bis um 8 Uhr am Morgen. Machen aber, glaube ich, auch erst irgendwie um 8 Uhr am Abend auf. Also wirklich für Ausgangsmenschen? Ja, es ist halt schon historisch. LKW-Fahrer und so. Genau, und früher sind angeblich, das kann ich mir sagen, sind halt einfach die Leute in der ganzen Umgebung um Bern umeinander und so. Sie sind halt einfach in der Nacht, wenn sie noch Hunger haben und so, haben sie gewusst, gehen wir auf Neuchâtel noch schnell. Geil. Und ich habe jetzt noch 2-3 Mal noch so ein Match in Genf, wo Sporter geworden ist, haben wir uns auch überlegt zu gehen. Aber mein Endkameramann hat meistens dann keine Lust. Obwohl er eigentlich gerne würde essen, aber es schießt ihn an, mit dem Auto rauszufahren. Ja. Aarau hat, finde ich, noch gute Transfers gemacht im Winter. Ich glaube, die haben jetzt am Schluss doch auch noch Türslöw und Dana Sheriff. Dana Sheriff werden wir wahrscheinlich nicht mehr sehen in der Schweiz. Anna Törsler, müssen wir schauen, ob sie Lust hat, ihren Vertrag zu verlängern. Dana Sheriff, so habe ich gehört, ist ein grosses Thema in den USA. Für die zweite Fußballliga, die damals startet. Okay. Ich weiß aber nicht, ob das mit der NWSL zusammenhängt oder ob es eine konkurrenzierende Liga wird. Aber du sagst jetzt ja schon lange das Thema, dass sie dort eine zweite Stärkeklasse aufreißen wollen. Okay. Und Dana Sheriff, so habe ich gehört,
ist dort ein Thema für eines dieser Teams. Schade für Aarau. Sehr schade für Aarau. Wir haben beide recht. Also, ich glaube, ein bisschen Anfangsschwierigkeiten, also Startschwierigkeiten, was normal ist. Es ist halt einfach ja, ein bisschen lang gegangen. Sie sind am Ende von der Vorbereitung gekommen. Ja, eben, ist ja glaub, also, ich glaube, ja. Ein Tag vor Transferschluss. Also, genau, ja, es ist schon interessant gewesen, aber es ist halt. Ja, ein bisschen eine Hauruck-Aktion gewesen. Und Dena Sheriff, so wie ich das mitbekommen habe, ist ja auch nicht gerade die günstigste Spielerin auf der Welt. Kann sie auch nicht sein, wenn sie zweimal irische Topscorerin wird. Darf sie natürlich auch etwas verlangen. Ja. Nein, ich finde, die haben beide gut eingeschlagen. Also ist, so am Schluss, weißt du, so in der Schlussabrechnung hat Aarau das sehr gemacht. Und, allgemein, ich finde, in Aarau läuft gute Arbeit. Sie machen das stetig und konstant. Sie müssen einfach schauen, dass sie mit dem Rest der Liga mithalten können. Aarau hat einfach ein grosses Problem. Das gleiche Problem, das Luzern hat, das gleiche Problem, das all die anderen Vereine, die das Thema wählen, für die Super League haben. Also Thun, Rappi, Wiel und so weiter. Und das Problem, das auch St. Gallen bald mal trifft, wenn sie nicht das Alter umlegen, ist, die Jungen finden die Vereine zu wenig sexy. Die jungen Spielerinnen in der Schweiz. Das Problem ist, die jungen Spielerinnen in der Schweiz sind auch noch nicht genug gut, um in den grossen Vereinen mitspielen wollen, um mit den Profis mitspielen. Und da bleiben die Jungen lieber irgendwo verloren oder hören auf, als dass sie zu diesen Vereinen gehen. Aber die Illusion, dass sie jetzt einen Profivertrag werden bekommen, IB, GC, Basel, Zürich oder Servette, ist sehr gross. Vor allem, wenn du bedenkst, dass sie die Qualität ja noch nicht haben. Gleichzeitig aber, wenn die Vereine mithalten können und wenn sie dementsprechend sich Spielerinnen holen, die schon ready sind, oder? Und die das Commitment auch an den Tag legen. Und diese Spielerinnen holst du dir im Moment größtenteils aus dem Ausland. Weil eine Spielerin aus der Schweiz verpflichten im Moment zum Teil teurer ist, als eine Spielerin aus dem Ausland verpflichten. Weil du Spielerin aus dem Ausland, vielleicht kommst du sogar um Ablösen so herum. Oder? Und dann musst du einfach irgendeinen Lohn haben, irgendwo Fixkosten, musst du das ausrechnen. Das Problem ist, in der Schweiz im Moment, wenn du eine junge Spielerin von einem Verein holst, dann musst du die Ausbildungsentschädigung zahlen. Dann kommen wir auf fast 20'000 Franken oder mehr, je nachdem. Und das ist dann halt schon fast ein Jahreslohn oder zum Teil ein Jahreslohn für jemanden aus dem Ausland. Und darum sehen wir viele so Transfers von Mittelklassspielerinnen oder echt nicht wirklich sehr gute Spielerinnen aus dem Ausland zu unseren Top-Vereinen. Ausnahme ist Servette übrigens da. Servette macht sehr gute Transfers, macht keine sättige Art von Transfers. Ist es so, ich werde nur wegen widerlich zusammengekauft. Ja. An dem hat ich immer noch. Servette macht immer Transfers, die nachfristig sind. Kannst du mal schauen. Servette hat mit ganz wenigen Ausnahmen Spielerinnen immer für 3 bis 5 Saisons verpflichtet. Ja. Andere Vereine haben da viel wildere Transfers gehabt. Oder? Ja, viel höhere Fluktuationen. Ja. Und holen die Spielerinnen auch in fragwürdigeren Ligen als Servette. Und auf jeden Fall, im Moment ist es günstiger oder einfacher, irgendwo eine ausgemusterte Bundesligaspielerin zu holen und sie in der Schweiz zu zahlen mit dem Jahreslohn, als eine Schweizerin zu holen. Weil du nur schon in diesen Ausbildungsentschädigungen müsstest so viel zahlen, dass die sie nachher den Lohn gezahlt hat. Und das ist ein Systemfehler. Ja, ich bin gespannt. Also ich finde es schade für viele Junge, wo jetzt, also ich habe es dir ja geschrieben, wo ich das mit IB gesehen habe, wer sich das verabschiedet hat. Ich glaube, es gibt genug Vereine, die sehr froh wären um solche Spielerinnen. Es ist schon witz, 2 Wochen nachdem du moniert hast, dass du mit eigenem Nachwuchs an den Cup-Final gehst, verabschiedest du 7 Spielerinnen, von denen 5 Eigengewächs sind, denen du nicht wirklich Chancen gegeben hast. Und dann stellt sich mir die Frage, wieder nichts gegen IB, habe ich sehr gerne als Verein und Organisation. Und auch die Menschen dort drin sind gewisse, nenne ich meine Freunde, wirklich, gehe ich so weit. Also nichts gegen IB, nichts gegen die Leute. Einfach nur mal für an die Imke, so ein bisschen ein Wachrüttler. 2 Wochen nachdem du so seich behauptest, verabschiedest du 7 Spielerinnen, von denen 5 Eigengewächse sind. Und was glaubst du, mit was, oder was hast du vor, mit was du diese 5 Eigengewächse auffüllen willst? Wahrscheinlich nicht mit 5 noch Jüngeren.
und 5, die noch weniger können. Also, weißt du, vom Renommee her. Also. Schauen wir mal, was da kommt. Also, aber, ist Aarau zu wenig sexy, um einen anständigen Ersatz. Ich glaube, die Spielerinnen checken nicht. Du bekommst bei Aarau bekommst ein Auto, ein gutes Auto, ein Citroën. Du, das ist Teil von deinem Vertrag, das ist ein gutes Auto, du kannst mit dem machen, was du willst, soweit ich verstanden habe. Das ist Teil vom Vertrag. Du wirst bei Aarau, bekommst Ausrüstung, bekommst zu essen, du hast immer, und Aarau ist fast die einzige Mannschaft, die das macht. He? Immer eine Ärztin dabei. Obwohl das eigentlich wirklich wäre, aber ja, das sagen wir, reden wir nicht drüber, gell? Oder? Immer eine Ärztin dabei. Du, bei Aarau wirst du im Fall recht gut behandelt. Aber? Sie werden halt 8 und werden nicht 5. Und viele Spielerinnen checken das nicht. Weil ich habe das Gefühl, und das habe ich schon länger in der Schweiz, früher war es halt vor allem mit Zürich, aber mittlerweile hast du das Gefühl, Spielerinnen denken, ein Badge auf der Brust macht die Qualität des Fußball. Aber das ist nicht wahr. Und wenn du bei GC immer wieder aus der U19 auf und ab musst, dann weiss ich nicht, ob du nicht vielleicht lieber bei Aarau gespielt hättest und eine Saisonheldin gewesen wärst. Oder bei Luzern sowieso, weißt du? Also hast du als Spielerin nicht eher das Potenzial von einem Team gesehen oder von einem Verein gesehen, als dass du die Tabellensituation anschaust? Also du kannst ja, wenn du sagst, eben, sie werden 8 oder sie werden 9 oder sie werden 10, aber das ist ja genau das Ding, wo ich kützeln und sagen, hey, nein, mit 2, 3 guten können wir auch ja, sicher. Der 6. Und das verstehen die Spielerinnen nicht. Weil die Spielerinnen denken, sie wären es besser, wenn sie automatisch irgendwo in einen höheren Verein gehen. Nachher sind sie frustriert, dass die Konkurrenz gross ist. Das ist ja eben oft das Paradoxon, oder? Ich sage, schau, ich würde vielen jungen Spielerinnen empfehlen, es gibt eine Sache, die einfach wichtig ist, wenn du jung bist. Wirklich, das ist das Wichtigste. Es ist nicht Instagram-Followers, es ist nicht der Lohn, den du bekommst, es ist nicht welche Farbe das Trikot hat. Was ist das Wichtigste für junge Spielerinnen? Spielen, spielen, Spielzeit! Spielen. Und Spielzeit ist das Wichtigste. Und darum solltest du als junge Spielerin dort haben, wo du spielen kannst. Und das Geilere ist, wenn du eine junge Spielerin bist, die auch etwas auf sich hält, irgendwo, wo du noch Führungsspielerin sein kannst, wo du kannst etwas bewirken kannst. Das kannst du bei Aarau, Luzern und Aarau, Luzern, Rappi und so weiter. Und kannst mit diesen Vereinen kannst du etwas bewirken und kannst machen. Wenn du zu Servet gehst, oder zu Zürich, oder zu Basel, ist die Chance gross, dass du dort einfach eine weitere bist. Und sicher, es gibt Spielerinnen, für die macht ein Wechsel zu Basel Sinn, oder ein Wechsel zu Servet. Ja, klar. Oder zu Zürich. Aber gibt Spielerinnen, bei denen macht vielleicht ein Wechsel zu Luzern für 1-2 Jahre auch Sinn? Ja, einfach mal die Minuten sammeln und schauen, halt mal konstant Spielzeit haben. Und zeigen, ob du überhaupt etwas kannst. Ja. Aber eben, wir schweifen ab. Aarau, Kadervorbereitung, bin gespannt. Aber für sie schön, dass sie es noch, die Kurve doch noch geschafft haben, die Playoffs doch noch erreicht haben. Ich habe am Schluss nicht mehr so daran geglaubt, muss ich ganz ehrlich sagen. Sie haben aber die Kurve noch kratzt bekommen, mit viel, viel Mithilfe von Thun. Muss man da aber auch sagen. Ja. Ja. Ja, sind aber ihre Matches haben sie gewinnen. Ja, und Thun hat... Aber ich glaube, direkt duell ist natürlich schon recht... Thun hat sich dort so schlecht angestellt, dass sie so nicht anders verdient hat. Hart gewesen. Du, eben, wie gesagt, für mich, ich freue mich für Aarau. Sehr sympathische Leute dort, sehr angenehmer Verein. Ich bin gespannt, wie das jetzt, was jetzt ist, wenn der Oli mal eine ganze Vorbereitung hat, um wirklich darauf anzuarbeiten, nachdem jetzt ein halbes Jahr mit denen geschafft hat während der Saison. Bin ich mehr gespannt, was aus Aarau wird. Bleibt er? Ja, ich hoffe schon. Ich weiß es nicht. Also, ich hoffe schon, dass es so weitergeht. Jetzt haben sie ja wirklich... Ja, jetzt sieht es nach etwas aus. Also? Also als Trainer... Also ich würde es nicht verstehen. Ich weiß, ich kenne die Insights nicht. Aber ich habe auch keine Insights. Das war eine reine Frage. Ich würde nicht verstehen, dass wenn du jetzt so die Kurve gekratzt hast und das Team langsam zusammengestellt hast, so wie es dir passt, dass du dann gehen, wäre für mich nicht... Nicht unbedingt verständlich. Außer es gibt andere Sachen, wo ich nicht weiss. Aber ich bin gespannt. Ja. Ich weiß es wirklich nicht. Ernsthaft nicht. Also, Servette siegt 8-2. Sie sind jetzt im Halbfinale gegen die Young Boys. Wenn wir zu denen. IB spielt im Campus 1-1 gegen GC in einem Match, wo in beide Richtungen gehen kann, wo aber am Schluss
eigenen Fehler auf beiden Seiten zu dem Goal führen. Der Satz passiert so oft. Der Satz höre ich so oft in der AWS. Eigenfehler. Ja, das ist. Weil die AWSL auch eine fehlerhafte Liga ist. Echt, das ist echt Qualität von der AWSL, und da zitieren da mich, hassen mich, ist in den letzten 2-3 Jahren gesunken, und zwar massiv gesunken. Auch mit mehr Geld und mit mehr Spielerinnen. Das ist sehr, sehr besorgniserregend, aber wenn ihr Freude habt an dem, go for it. Die Qualität von der AWSL ist in den letzten 10-3 Jahren gesunken. Dementsprechend hast du viel mehr Offensivaktionen, die auf grobe Fehler passieren und nicht mehr auf Geisteswertigkeit von Spielerinnen. Ja, haben wirklich viele Sachen, die eigentlich so ein bisschen wie Aussätze sind. Oder Spielerinnen, die vielleicht nicht ganz auf dem Level daheim sind. Aber ja, nein. Ja, ja. Nichts gegen die, die Fehler gemacht haben. Nein, eben. Also, es gibt es halt, oder? Aber ich habe das Gefühl, man redet viel zu oft drüber, weil einfach viel zu oft das passiert. Also es ist nicht so, dass man das übertreibt. Es ist nicht so, als würden viele von diesen Spielerinnen die Fehler auch abschalten. Ich sehe immer wieder gewisse Spielerinnen, die halt einfach immer wieder die gleichen Fehler machen. Es gibt auch andere Beispiele. Es gibt Spielerinnen, die entwickeln sich sehr weiter. Aber Aber auf jeden Fall, ja. Zuerst GCIB 1-1 ist am Schluss verdient Resultat dem Match. Wo du gemerkt hast, dass beide Teams haben Angst. Gell, du weißt natürlich, es gibt noch ein Rückspiel. Natürlich. Du spielst und dementsprechend. Ich glaube, du gehst nicht mehr voll auf Sieg, wenn du nicht 100% sicher bist, dass es dein Tag ist. Ich hätte jetzt eher gedacht, es geht noch ein bisschen mehr, weil es daheim ist. Aber wenn du das Rückspiel noch hast und der Start 1-1 und du bist nicht 100% safe, dass es der Tag läuft, dann lass es. Ja. Und so haben es beide ein klares Gefühl gehabt. Beide nach 1-1 gesagt. Ich meine, wenn du Courtney Strode in der 60. Minute auswechselst, als im Wübenhorst, behaupte ich einfach jetzt mal, ohne welche frech zu sein, dass du vielleicht auch nicht mehr gross daran glaubst, dass du den Match gewünscht. Oder gross gewünscht. Ich weiß es halt. Du sagst, sie ist topfit. Hast du beim Captain auch schon gesagt? Ich meinte es, ja. Ich kann es mir einfach nicht. Ich kann es mir schwierig vorstellen, wenn das in zwei solchen Matches eigentlich. Sie rausnimmst. Ich gehe davon aus. Im Cup-Final war es relativ spät. Ja, im Cup-Final sehr spät. Obwohl, wenn du dort noch an eine Verlängerung geglaubt hast, würdest du sie nicht rausnehmen, meine ich. Aber eben, ich gehe davon aus, dass Courtney macht das intensives Spiel immer. Das muss man einfach sagen. Sie läuft viel. Ihr seht das vielleicht nicht, also gewisse Zuschauer, weil es passiert oft abseits von der Kamera. Aber Courtney ist eigentlich immer in Bewegung. Sie ist immer wieder in Bewegung. Ist es so? Upside-Joke hast du in deinem Kopf gemacht, oder? Nein. Upside-Joke. Ich hatte die Diskussion, das Thema, gerade mit meiner Stürmerin quasi. Sie hat jetzt die letzten paar Spiele nicht so getöpft wie die Hirundi. Mhm. Und hat halt das Gefühl, ja, für den Stürmer ist das schlecht, dann spiele ich schlecht. Mhm. Kein Thema. Nein. Du machst als Stürmerin geht es nicht nur darum, Goal zu schiessen. Logisch, gehört dazu. Das wenn man Erik Ten Hag fragt, geht es vor allem darum, zu verteidigen. Ja, zum Beispiel, ja. Nein, aber du hast so viele andere Jobs. Und Chiara in meinem Fall, meine Stürmerin, die läuft sich so unglaublich, sie läuft so extrem viel auf dem Platz. Mhm. So viel im Pressing wichtig, wo zu Ballverlust führt und so weiter. Ich glaube, man sollte nicht nur auf dem behaften, was man sagt, ja, Stürmer müssen so und so viel Goal schießen, sondern sie haben viel mehr Arbeit zu machen. Und ich glaube, Courtney Strode macht das eben. Darum kann ich mir schon vorstellen, dass wenn du nicht topfit bist und das ja trotzdem machst, dass du halt nach 60 Minuten vielleicht sagst, hey. Es ist möglich, ich glaube, es ist mehr so. Team Kwibbenhorst hat es schon mehrfach gezeigt, auch wenn sie es jetzt ein bisschen anders macht, aber dass sie eigentlich ein Elf hat, mit der sie will. Ride or die, mit der sie wollen als Weltende fahren und nur ungern wechseln. Und ich glaube, in gerade so einem Match, wenn du so Level bist, gerade so auf Augenhöhe mit GC und es steht noch 0-0 und so weiter, wird sie oder hat sie grosse Angst, das Mittelfeld zu berühren. Und darum ist dann oft die Courtney einfach schnell die einfachere Lösung, weil links braucht sie die Laura Frey als Doppelung zur Abwehr. Laura Frey ist eigentlich ausgebildete Abwehrspielerin.
was man manchmal ihrem Offensiv-Output sieht. Aber es ist eine super Fußballerin, Laura Frey. Das ist nicht ihre Position. Sie müssen so Verteidigerin spielen, aber dort ist ihr Wiebke Meister im Weg, wie es aussieht. Laura Frey braucht sie dort defensiv und mit der Nomi Louis ist halt immer so. Die willst du nicht rausnehmen, wenn du nicht musst, weil die kann in einem Moment Tokyo Drift oder ihr Lachgas zünden und dann ist sie weg, obwohl sie das in der letzten Zeit nicht viel macht. Finde ich sage, das ist müde. Ja, aber das ist komisch. Aber ja, darum verstehe ich, dass Courtney Rhodes dann vielleicht die Wahl ist. Ich hätte aber vielleicht auch mal einen Stefanie Weber oder einen Kraftschick mal geopfert oder auch einen Athena Kühn. Aber das ist ja alles, wer weiß und im Nachhinein. Fakt ist, sie hat sie rausgenommen in Niederhasli und da hat es gleich noch 2 Goal gegeben mit freundlicher Mithilfe von den Grasshoppers. Von den Grasshoppers, ja. Von allen Anführungs- und Schlussstrich, ja. Klasse, ja. Ja, eben, du, ich kenne die Situation von der Konstruktion nicht, darum, ja. Aber das Spiel war okay gewesen. Natürlich ja. Das Rückspiel schon einiges cooler zum Anschauen. Ich möchte schnell jemanden erwähnen, gerade wenn wir zum Rückspiel kommen. Das ist der Mücke Papai, der vielleicht unbescholten und weil sie sich weigert, Interviews zu geben bei Upsides, weil sie scheu ist, soweit ich weiss, hat sie jetzt die letzten 3-4 Mal immer Nein gesagt. Schlecht für sie, aber sie macht eine super Saison. Und hat jetzt auch gegen IB 2 super Match gemacht. Sie macht vor allem eine super Rückrunde, oder? Ja, aber auch im VfV die Vorrunde ist super. Schon. Sie hat einfach weniger Ball bekommen. Sie ist mit der Vorrunde nicht so auffallen, aber seit... Das System ist anders gesehen. Mit dem Wechsel, Trainerwechsel, Gala, mit dem Systemwechsel, mit dem Wechsel auch in der Stimmung von GTA. Ich weiss nicht, wenn ich Gabor Galay ins Gesicht schaue, wenn ich den Namen höre, Gabor Galay, ist da vielleicht ungarische Wurzeln dabei? Nein, wirklich. Also, ich weiss es nicht. Ja, er ist doch ein Ding, oder? Ist deutscher Staatsbürger. Ja, ja, aber er hat ungarische. Ich glaube, ich gehe davon aus, wenn jemand Gabor Galay heisst, dass er ungarische Wurzeln hat. Und das würde dann vielleicht auch erklären, warum er so gut mit dem Mücke Papai zurechtkommt. Oder ihre richtige Position für sich gefunden. Ja, nein, sie macht. Die Rückrunde ist genial. Also in der Vorrunde ist sie mir jetzt nicht groß aufgefallen, aber hat halt GC auch andere Probleme gehabt, wenn wir ehrlich sind. Genau. Und ich glaube, GC und Papai sind so gegenseitig gewachsen miteinander in der Rückrunde. Ja. Und ja, sie macht top. Mücke Papai. Und dann eben haben wir dann den Match im Wankdorf, wo ich vor Ort bin. Und ja, interessant. Hat Nomi Louis verschenkt, sei es noch, zusammen mit der Julia Schlupp, die nicht auf ihren Rücken schaut, mit der Jara Ackermann, die gemeint hat, sie ist auf Schulreise. Und das steht es heiss noch. Und ich habe mich ja schon mal im Instagram Live dafür entschuldigt, nicht im Interview, aber ich revidiere meine Meinung. IB kann also doch neu auf Rückstand reagieren. Immer mit freundlicher Hilfe vom Gegner, muss man sagen, bislang. Aber sie haben auf den Rückstand reagiert. Courtney Strode macht es 1-1. Und dann das 2-2 durch Wiebke Meister, das 3-2 durch Stefanie Weber. Und dort ein grossartiger Spielzug von der Courtney und von der Nomi Louis. Saskia Bürki, die kurz vergessen hat, welches Trikot sie anhat. Was passiert, wenn du so lange bei IB ausgebildet wirst? Kurz ein Witz beiseite. Und dann aber kommt sogar noch das 4-1. Aber dann passiert etwas mit IB. Ja? Also zuerst mal, wenn es so weitergeht und ich Steffi Weber langsam als Spielerin der Saison irgendwie nominiere, weil die macht auch eine riesige Saison, finde ich. Uff, ich habe im Fall gerade mein Team von der Saison angefangen machen und jetzt kommt sie nicht mehr rein. Echt? Mal, ich bin noch nicht sicher. Meiner muss. Sie ist, mal schauen, wie sie jetzt sie ist so extrem wichtig geworden in dem IB. Sie hat auf Goal geschossen, das muss man ihr geben. Sie ist nicht spektakulär, aber sie ist, ich finde sie mega wichtig. Ja, die unglaublich Captain's Binde hat ihre Grösse gebracht. Ja, und ich glaube, eben, das andere ist, dass die Comeback-Mentalität mittlerweile oder die Comeback-Eigenschaft, die sie mittlerweile entwickelt haben, ich sage schon seit Wochen oder seit längerem, sie haben einfach mittlerweile so ein gewisses Gen bekommen. Und das ist, meiner Meinung nach ist das sehr viel im Kribbenhorst, dass einfach nicht aufgeben kein Ding mehr ist. Das ist keine Option. Mhm.
Sie spielen dementsprechend, sie kommen dementsprechend in das Spiel einmal wieder zurück. Logisch, eben auch jetzt da wieder mit Gegenfehlern, aber sie geben ja auch durch eigene Fehler viel Goal ab. Das ist ja so. Ist das ausgleichende Gerechtigkeit. Mir gefällt das IB. Gefällt das IB und ich habe schon gesagt, also wenn es weiterkommt gegen GC, dann muss Servet sich warm anziehen, weil ich glaube, eben auch das ist wieder so ein Spiel, wo Imke Wübenhorst eine Mannschaft brutal geil machen auf Ferien. Ja, weißt, das Problem ist, kann denn die Mannschaft das mal widerlich spielende Truppe zusammengekauft oder nicht zusammengekauft, würde ich, ist ja auch ein bisschen zusammengekauft. Ago, können sie auf Augenhöhe gegen sie spielen? Ist das eine Möglichkeit, weißt du? Ich frage mich dort schon. What the fuck? Wieso Leute dann mir eben die Zeit an? Weißt du, können sie das? Kann IB gegen ein Servet vorgehen, wo dann halt alle Karten, alle Register zieht? Also wo ich auf Augenhöhe sind sie ja schon gesehen. Halt, ja, ja, aber wo du einen ganz speziellen Match gesehen. Und was haben wir nach der Niederlage von IB? Haben wir viel gejammert? Ja, gut gejammert. Überall. Ja. Nein, überall. Jetzt gehen sie am Servet schon. Ja, nein. Zeitspiel. Und man muss auch sagen, die Schiri hat auch nicht geholfen. Aber kann IB mit King umgehen, mit Rempler und mit Schlägen. Und wenn halt der eine sich ins Feld zurückrollt, über zwei Matches, kann IB mit dem umgehen? Können sie die Mentalität hochhalten? Ich glaube eben schon. Ich hoffe es. Ich glaube, stelle die Frage. In dem Fall glaube ich schon. Ich glaube, das Gap-Finale ist ein eigener Match, das ist so. Aber ich glaube, der hilft IB sehr bei der Motivationsfindung, um selber eben doch nochmal wieder zeigen, hey, man kann auch anders, ohne sich ins Feld zurückrollen. Ja, und ich bin sehr gespannt. Ich meine, wie gesagt, ich sage, Servet wird versuchen, natürlich alle Register zu ziehen. Wird vielleicht ein bisschen Mühe haben im Wankdorf. Aber das werden wir dann sehen. Ich hoffe, das Wankdorf wird nicht eher zum Handicap für IB. Diemke hat das schon gesagt, der Kunststraße ist ein Problem. Aber wir sind gar noch nicht so weit gewesen. Wir wollten noch über den Match fertig reden. Warum? Habe ich das Gefühl, nicht nur ich, das ganze Stadion hat das Gefühl gehabt, Stille ist im Raum, dass IB das noch für Young Boys. Weil, das ist eben das, was ich vorher gesagt habe, bei diesem Match hast du eben das Gefühl schon gehabt. Das, was ich bei Aro überhaupt nicht hatte, da ist mir klar, sie zieht das easy durch. Ja, aber sie führen 4-1, warum aber hat IB man das hat, Gefühl? Das ist einfach so, das ist so, keine Ahnung, es hätte mich ja nicht gewundert, wenn es nach dem Schluss 7-6 steht. Ja, ja. Wir haben eine Schleife gezeigt. Und 19 IB gegen Luzern, 8-6 Schlussresultat. Das hat mich absolut nicht gewundert. Das ist einfach so, ja, nicht die Art Fußball, wo du nachher einfach dich zurückziehst, ein bisschen rumkügelst, ein bisschen Zeit verzögerst, ein bisschen dort ein bisschen Zeit verlierst, dort wieder ein Unterbruch, dort wieder ein Unterbruch. Sondern es ist einfach, ja, es wird weitergespielt und du lässt weiterhin die gleichen Löcher hinzu. Du lässt weiterhin Angriff genau gleich zu wie die anderen 60 Minuten vorher. Mhm. Und dann kann es halt passieren, ja. Ja, und dort passiert es. Erstens wegen einem wundervollen Solo von der Mücke Papai. 4-2. Und dann muss ich immer noch der Meinung, der Gabor Galay schaltet viel zu spät. Zwar hat er recht, sein Team war in dem Moment am Wachsen gewesen, aber nicht aus Eigenleistung, sondern für die Young Boys ängstlicher und ängstlicher geworden sind. Weil das GC-Spiel hat von Anfang an nicht funktioniert. Noemi Iveli und gerade Sidney Schentenleib sind nicht einig zwischen der Linie auftaucht, dort, was ihre Stärke ist. Ich muss sagen, Weber und Kraftschick haben das auch sehr gut gelöst. Sie sind immer am Lauren und haben immer versucht, den Weg zuzumachen. Aber insgesamt hätte er viel kleiner müssen wechseln müssen. Es kann nicht sein, dass er in den 80. Minute nach Tel Al-Justina zum Warmmachen schickt, oder der 75. Und sie dann nach 4 Minuten Warmmachen einwechselt und erst dann schickt er noch die anderen drei. Die anderen drei, Melanie Müller, Sidney Schertelei, Lilian Schertelaib und wie heißt sie da? Anna Markovic. Ja. Das hat alles kleiner müssen passieren. Wenn wo die Ella Justina ins Spiel kommt, schaltet es auch. Weil Ella kann dann zwischen der Linie spielen, Della hat
Qualität macht zuerst den super Pass auf den Manu Pfister, den er muss machen. Dort ist Jara Ackermann super und dann hat Jara Ackermann einen St. Gallen ausgebildeten Goalie-Moment. Sorry, ich will nicht auf St. Gallen nochmal hacken, aber es sind schon St. Gallen ausgebildete Goalie, die so komische Fehler haben ab und zu. Das kannst du dir das erklären? Was? Das geht. Ich verstehe nicht, wieso es mit dieser Hand hinten gehen. Das ist absolut. Das ist völlig. Eben, aber ja. Also, ja, im Wankdorf, das letzte Konzert also im Wankdorf. Ich kann mir nicht gut vorstellen, dass es Rammstein war. Und man sagt, oh, das nein, bei, Rammstein noch drin. Das bei, oder, das bei St. Gallen das lernt. Aber ist ein Goalie-Fehler kein Thema. Ja. Keine Frage. Und da kannst du lange schön geschossen von Dela. Es ist einfach ein Goalie-Fehler. Vor allem Dela schießt ja nur, weil sie verzweifelt ist. Keine weil ihr Team nicht mehr läuft. Und, ja. Aber zum Glück hat sie geschossen. Ja. Und dann probiert es GC noch mal und die haben eine grosse Chance. Lilian hat sie am Fuß, aber ich mache ihr da keinen Vorwurf. Ja, also sie macht es zu einer Chance. Sie ist, also ist ja. Aus dem Getümmel raus mit dem Skibein, irgendwie Kniehöhe, wo sie den Ball hat, neben das Goal setzt. Was hat Lilian Schädenleib 4 Minuten gespielt, glaube ich? Ja, ja. Ist in der 90 plus 1. Das wäre so ein 9er, den du jetzt eigentlich könntest brauchen in dem Moment. Ja, das ist so aber genau das Blöde, oder? Der Fang an, Ball nach vorne zu spielen. Ja, eben ja. Und das ist, aber eben, wenn du halt keinen Sonst... Ja, und vor allem, eben, was bringst du, weißt du, ganz ehrlich, wenn Lilian jetzt das Goal gemacht hat, Chapeau. Aber was bringst du deine letzten 2 Wechsel in der 90 plus 1. Minute in einem Match mit sehr wenig Unterbrüchen bei einer Schiedsrichterin, die in der ersten Halbzeit schon praktisch keine Nachspielzeit gegeben hat. Ja. Nein, für mich auch. Also für mich hätte es viel früher sollen offensivere Wechsel geben. Hast du eh nichts mehr zu verlieren. Du bist 4-1 hinten gewesen. Also wenn es nachher das erste und wenn es um den einen Wechsel geht, den du sparen willst, dann darfst du ja nachher in der Verlängerung bekommst du eh einen extra Wechsel. Ja, hast wieder einen, ja. Also. Ja, schade gewesen, aber trotzdem halt doch ein cooles Spiel. 2 sehr coole Mannschaften und jetzt halt schade, dass für GC durch ist. Ja. Aber für GC ist das auch das richtige Ende von einer Saison, wo GC sich selber nicht im Griff hatte. Wo GC sich selber nicht geordnet hat, wie es hätte müssen. Ich meine, ich habe viele Fragen rund um das GC-Team. Auch wenn ich manchmal die Aufstellung von der U19 gesehen habe, wo ich mich schon frage, was gewisse Leute im U19-Kader machen, die von mir aus nicht ins U19-Kader gehören, weil sie echt zu gut sind für das, weißt du. Oder du hast Spottier, Fluri, ja. Lasdauskeite, Janina Egli ständig, Emanuela Pfister ständig. Sidney ist glaube ich nie in der U19 gesehen, aber glaubst Lilian ist auch schon. Stimmt, ist auch nicht gesehen. Melanie Müller ist glaube ich auch schon in der U19, also ja, aber wo ich mich da schon frage. Ist ein anderes Thema, aber ja, GC muss sich sortieren, gell? Zum Beispiel Tugne Lasdauskeite schießt eine Woche vorher einen Hattrick im in der U19, klar, gegen Rappi ist jetzt nicht der schwierigste Gegner auf dieser Stufe U19. Aber dennoch, dass man sich nicht überlegt, sie mitzunehmen im Eis, für eben, falls man nochmal Sturmkraft braucht. Genau. Ja, wenn du auch siehst, wie wenig das eigentlich Pfister gespielt hat, für das, was sie jedes Mal gebracht hat, wenn sie reinkommt. Wenn du siehst, wie wenig das Lilian Schädenleib gespielt hat, wenn du siehst, ja, also. Genau. Ein bisschen zu wenig. Und das ist es. GC wird jetzt gegen Aarau spielen. Hoffentlich viel Spass haben. Und IB trifft auf Servette. Freust du dich? Ey, ich freue mich riesig. Soweit ich weiß, ich habe jetzt vorhin auf der Webseite geschaut, es war noch nicht drin, aber soweit ich weiß, hier Spiel am 2 am Sonntag im Wankdorf. Das ist eine gute Zeit, ja, super wenn Zeit. Das andere Halbfinale anders aufsetzt. Ja, und das ist es, glaube ich, das Wort, soweit ich weiß. Ah, ja, ich meine, Samstag am 6 ist sicher 1. Ja, das ist Basel gegen Zürich wahrscheinlich. Ja, und dann wäre am Sonntag IB-Ding, das wäre top. Das also zu IB gegen GC. Wir haben zwar nicht viel über den Match geredet, aber macht auch nichts. Gehen wir zum nächsten Match. Oder zu den nächsten 2 Matchen. Luzern gegen Zürich. Wenig zu erzählen. Zwei sehr, sehr schwache Matches. Also, okay, tolle Fußball noch mit Tag. Das Rückspiel am ehesten. Zürich ist wenig inspiriert. Zürich hat irgendwelche Baustellen, die man nicht wissen. Die sind verdeckt und hinter sehr viel orangem Material. Wie so ein bisschen die Baustelle in Lugano bei den Herren.
Wir können nicht dahinter blicken, aber wir merken, dass der Fußball von Zürich einfach nicht ganz passt. Sie haben eins noch gewonnen in Luzern, in einem Match, wo sie nicht unbedingt gewinnen müssen, aber wo Luzern auch nicht viel macht, damit sie nicht gewinnen. Und dann in Zürich gewinnt, also geht Zürich in Führung durch ein nicht unbedingt zwingendes Goal, wo einfach alle auf die Frau schauen, die auf den Ball geht und nicht auf den Ball selber. Da steht es 1-0. Dann kommt Luzern mehr ins Spiel. Er hat auch schon vorher Chance gehabt, aber dort machen sie sogar noch den, also den Ausgleich. Und hat dann für mich eine kurze Oberhand im Spiel gehabt, Luzern. Geht die aber irgendwie wieder ab, verschenkt das wieder. Und Zürich kommt noch zum 2-2. Durch Kim Dubs. Also am Schluss sind es drei, glaube ich, wirklich drei Standards von Luzern. Das Leben kostet in diesen Playoffs, aber Luzern hat auch nicht viel dafür gemacht, um selber mehr reinzubringen. Ich habe Zürich am besten von der ersten Halbzeit in Luzern. Das war wegen des Dominant. Das ist wieder so bisschen, das Auftreten ist cool, ist gut gewesen. Ich finde, dort hast du wieder mal so ein bisschen Zürich gesehen, mit Chancen kreieren, mit Ding. Aber du hast aber auch schnell gesehen, wie brutal anfällig das hinten ist. Wie schnell das gehen kann. Sie haben 2-0 gewonnen im Hinspiel. Eins auch, sorry. Wie schnell das kann gehen. Beide von der Wiki Pinter. Ja, wie schnell das kann gehen. Beide sind sehr unzwingende Goal. Aber gute Goal. Wiki Pinter. Wie schnell das kann gehen, dass sie hinten in Bedrängnis kommen. Wie schnell dass sie schwimmen hinten dran. Ich weiß nicht, die ist heftig gegen Luzern. Und wie sie nicht können, aus der Mitte raus, wie sie nicht können, das Spiel dominieren können, richtig. In der ersten Halbzeit in Luzern, finde ich, haben sie es angebracht. Aber nachher, die anderen drei Halbzeiten von dieser Ding, ist... Boah. Also eben auch in Zürich, im Herr Schürli, habe ich teilweise schon das Gefühl gehabt. Also zuerst mal, wenn Luzern das 1-0 macht, da ist mal so ein Ding... Und Jaili Ost auch macht. Statt 1-0 für Luzern, genau, und dann wird ich sehen, wie Zürich reagiert. Und dann ist es schwierig. Denn. Also dann, als Zürich nochmal zurückkommt und Luzern hat ein Ding... Und wenn verteidigt und es geht nicht 1-0 für Zürich, dann wird ich sehen, wie Zürich dann reagiert. Ja gut. Luzern kommt nochmal, also weißt. Und nachher hast du die Möglichkeit zum 2-1. Wenn du es dort machst, auch wieder. Also es ist nachher, nach der ersten Halbzeit für mich einfach wieder so ein Zürichs für die ganze Saison, einfach mühsam ist, Hammer und sehr schön und mega nice ist, dass Kim Dubs das 2-1 macht, gönne ich ihr brutal. Ich habe sie jetzt sogar Captains binden der Vertrag. Richtig, richtig schöne Geschichte. Schau, Kim Dubs schießt mir einfach eins an. Und der Match ist jetzt nicht repräsentativ. Aber ich weiss, es ist super, dass Kim Dubs zurückkommt, aber ich weiss, ja, dass Jacqueline Dünker nicht weiss, wie Kim Dubs einsetzen. Darum freut es mich gar nicht so fest, dass Kim Dubs zurück ist. Weil ich gehe davon aus, dass Kim Dubs jetzt Jacqueline Dünker wie vor ihrer Verletzung einfach ein halbes Jahr lang oder wenn es dann wieder losgeht, einfach falsch eingesetzt wird. Und dann heisst es ja, sie ist nicht so gut. Aber schau, Kim Dubs wäre unter den Inka Grings, wäre Kim Dubs eigentlich auf WM-Kurs gewesen. Sie ist so gut in Form gewesen. Und dann kommt Jacqueline Dünker und macht einen riesen Fehler, weil sie sich nicht auseinandergesetzt hat mit ihrem Team und mit dem Schweizer Frauenfußball. Mein direkter Vorwurf. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich glaube, man hat so gesehen, dass vielleicht. Und setzt Kim Dubs auf den rechten Flügel. Und Kim Dubs ist eine Spielerin, die lebt von der Inversion. Das ist ihr Ding. Sie zieht in die Mitte, macht Überzahlsituationen, zieht nach vorne, macht Überzahl, kommt nach hinten. Das ist Kim Dubs Spiel. Und wenn du sie auf den rechten Flügel tust, kann sie das nicht machen, kann sie nicht invertieren, kann sie dir das nicht bringen, was du brauchst. Das heisst, Kim Dubs hat dann ein halbes Jahr lang und Jacqueline Dünker nicht unter den Erwartungen gespielt, hat so ihren Playoff, ihren WM-Platz verloren und hat sich nachher eine schwere Verletzung zugezogen. Alles, was wahrscheinlich nicht passiert wäre, wenn sie einfach auf der richtigen Position gespielt hätte. Verletzung auch nicht. Wahrscheinlich nicht, ne? Oh, jetzt aber. Wenn du am richtigen Ort spielst, hast du auch ganz andere Automatismen. Ja, aber hat er mit der Verletzung dann sich nichts zu tun. Vielleicht schon. Nein. Vielleicht hat sie ja in einem Zweikampf an der Linie aussen sich verletzt. Und sie würde ja sonst, wenn sie über links spielt, nie an der Linie aussen den Zweikampf führen. Yeah.
Schau, ich weiß nicht, ich sage nur, das ist das Einzige, was mich traurig macht bei den Kim Dubs, dass ich weiß, wenn sie nicht Zürich verlässt im Sommer und wenn Jacqueline Dünker Zürich nicht verlässt im Sommer, dass die Chance gross ist, dass Kim Dubs nicht am richtigen Ort eingesetzt wird. Ich finde es schön, dass der SV-Spieler wieder zurück ist. Ich glaube, es tut dem Schweizer Frauenfußball gut. Der Liga tut es gut. Ich habe nicht gesagt, dass es nicht gut tut. Ich habe nur gesagt, dass es mich anschießt, wenn sie dann falsch eingesetzt wird. Was tust du da insinuieren, dass ich das... Habe ich gar nicht gesagt. Ich freue mich sehr, dass es wieder so ist. Und ich freue mich mega die Geschichte dahinter. Weil es ist das einzig Schöne an diesen zwei Spielen. Ja. Es ist einfach wieder. Natürlich. Ist, keine, aber schau. Da Lisa Keller ihre Dinge, Assist ist auch schön. Musst, am Schluss musst du einfach sagen: Hey, krass, dass Zürich das so ziehen kann. Ja. Jetzt eine ganze Saison lang. Respekt, weil das ist, es ist ja trotzdem auch eine Eigenschaft. Es wäre mega schön und komisch und lustig zugleich, wenn Zürich Meister wird. Absolut, eben darum sage ich. Also, auch, was, also riesen Respekt dafür, dass man. Dass sie das so irgendwie schaffen, an durchzuspielen. Aber ich kann mit diesen Spielen einfach nicht. Ich kann nichts mit diesen Spielen anfangen. Ja. Ich tue mich unhöher schwer. Ja, 90 Minuten die Spiele zu schauen und danach look, das Gefühl zu haben, okay, ich habe meinen Tag nicht verschwendet. Wieder, ich hatte das schon mal gesagt vor irgendwie 3 Folgen. Wenn ich nicht müsste das schauen, wenn ich nicht abseits Fußballexperte wäre, ich hätte abgeschaltet. Habe ich dir bei irgendeinem anderen Match gesagt, weiß nicht bei welchem, und sage jetzt bei diesen 2 Matchen. Ich habe beide geschaut, weil sie gerade timingtechnisch gepasst haben, und bei beiden habe ich mir überlegt abzuschalten. Auch jetzt, ich bin der Hauptgrund, warum ich diesen Match geschaut habe, ist, weil ich gerade zwischen Bern und Aarau im Zug war und Zeit hatte, diesen Match zu schauen. Ja. Es ist nicht... verstehe ich. Ja, nein, es ist kein guter Fußball. Auch Luzern bleibt weit unter der Erwartung. Und auch Luzern muss man mega über die Bücher, wie der Trainer das Team aufstellt, was sie überhaupt wollen, wie die Chemie dieser Mannschaft ist. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie Luzern sich zusammenfindet und was Luzern kann machen in diesem Sommer. Ich bin ein grosser Fan von Luzern, wie bei IB. Ich nenne viele Leute in diesem Verein, meine Freunde. Und gleich, Freunde, muss man ehrlich sein, ihr machen etwas falsch und wenn ihr da nicht über die Bücher geht, wenn ihr da nicht genau schaut, wenn ihr nicht vielleicht geschaut habt, wer bei IB ausgemustert worden ist und angefangen zu telefonieren, dann weiss ich auch nicht, was ihr vorhabt. Ja, ich glaube nicht so die Saison, die man erwartet von Luzern oder ich vor allem. Also ich qualitativ hätte... nicht? Ja, echt nicht. Und jetzt kommen 2 Matches gegen St. Gallen, die gar nichts bringen, weil Luzern kann St. Gallen nicht überholen, Aarau kann Luzern nicht überholen. Das sind einfach 2 Matches, damit wir ja. Ich meine, ich freue mich, wenn es nächste Woche ins Hubelmatt geht, wenn ich Zeit habe. Obwohl ich es nicht habe, es ist ja wahrscheinlich ein Samstagmatch und ich habe dann Futsal zum Zeigen. Aber ich würde mich freuen, wieder ins Hubelmatt zu gehen. Ich sehe, bei Moos gehe ich nicht, sorry, keine Lust, keine Zeit. Weißt du, was ich meine? Anti-SG. Anti-St. Gallen. Aha, Anti-St. Gallen. Ich bin nicht Anti-St. Gallen, gar nicht. Selbst beim Ausgang nicht, schießt mich an. Nein, ich habe so viel zu tun. Ist so ein geiles Stadion für Frauenfußball, sorry. Ja. Egal, wer dort spielt, auch wenn es Zürich oder Zähmel, erst beim Ausgang ist ein geiles Stadion für Frauenfußball. Also, nimmst du mich mit? Kannst nächste kommen. Woche, in 2 Wochen. Ja. Wenn ich spielfrei habe, also. Gehen wir. Und du tust mich akkreditieren. Ich werde dir zeigen, wie das dort ist. Nein, schau, die Platzierungsspiele bringen wenig bis gar nichts, finde ich. Auch Aarau nicht. Ja. Das ist meine Meinung. In Aarau geht es, das bringt nichts. Und Zuschauer bringt etwas. Vielleicht werden noch ein andere Spieler eingesetzt und so. Hoffentlich. Aber so an sich bringt es nichts. Das ist einfach nur zum ein bisschen fühlen. Mhm. Das ist damit, du kannst sagen, wir haben 22 Punkte. Luzern hat meiner Meinung nach, glaube ich, 2 grosse Lichtblicke. Das sind Tramezzani, die von IB gekommen ist. Und wo sie wahrscheinlich nicht behalten können. Können behalten? Wahrscheinlich nicht, denke ich. Ja, also, wenn IB gescheiden ist, würden sie zurückholen. Das würde mich überraschen. Tramezzani, der dann gekommen ist im Winter und wirklich gezeigt hat, dass sie eine sehr talentierte und sehr starke Spielerin ist. Mhm. Also, wie oft, dass die auch nach dem Spiel noch angestanden ist, Interviews gegeben hat. Und, ja. Da kommt viel Reife von so einem jungen Mädchen. Und Keller. Ja. Und dann ist dann langsam auch schon wieder Schicht im Schacht. Ja. Weil auch Lia Kamber, ich finde sie eine riesige Fußballerin, aber sie hat jetzt im Schluss... Liefert, im Moment im Schlusssport liefert sie nicht ab. Das, was wir erwartet haben von ihr, wo wir hoffen, dass sie jetzt die Steigerung wird haben.
qualitativ. Aber sie hat Zeit, solange sie nicht das Gefühl hat, sie muss schon ins Ausland. Ja, da ist sie natürlich. Ja. Ja, also wir geben ihr Zeit, aber ja, sie hat nicht geliefert, was wir erwartet haben, dass sie liefern könnte. Aber so ist es. Ja, Luzern und Zürich sind beide sehr fest über die Bücher, auch wenn Zürich jetzt im Halbfinale steht. Kein gutes Match gesehen. Gehen wir weiter zu Basel und St. Gallen. Fernsehspiel, es heisst 2-1, 3-mal in Folge, Basel-St. Gallen, Fernsehspiel. Nachher geht Karin Bernet in die dritte Halbzeit im Podcast von Tamedia mit dem Florian Ratz, zusammen mit Kim Dubs übrigens. Beide sehr sympathisch in diesem Podcast, muss man sagen. Ja, und die Geschichte von zwei Städten, oder von zwei St. Gallen, vielleicht haben wir eines katholisch, eines reformierte St. Gallen gesehen. Welches ist, kann ich dir nicht sagen. Zuerst haben wir das typische St. Gallen, wo daheim im Kibun Park seinen Konterfußball auslebt mit Dusel bis am Bach haben. Muss man sagen. Mit einem sehr gut ausgebildeten Goalie, der mehr wie 1 gegen 1 hebt. Super, aber was macht sie zuerst? Ein Fehler. Das darf man auch. Schau, ich aber man darf über die anderen Sachen. Ich will gar nicht auf den jungen St. Galler Goalies rumhacken. Sie sind alle sehr jung, sie sind alle in der Ausbildungsphase. Wie heisst sie? Nadine Böhni ist ein guter Goalie. Macht mir zwei Fehler, habe ich schon vor 2 Jahren gesagt. Halte ich daran fest. Aber sie ist gut und hat eine super Reaktion in Basel. Daheim gegen Basel. Der Fehler hat aber nicht mehr sein. Das ist der Unterschied. Wie habe ich immer meine Goalies unterteilt, Andi? Goalies, die den Punkt geben, Goalies, die das Spiel neutral halten, Goalies, die den Punkt kosten. Was will ich von einem Goalie in dem Fall, wenn es Nadine Böhi ist? Was sollte sie am besten machen? Punkt gewinnen. Jetzt das Problem ist, in dem Match gegen Basel, ist, zuerst hat sie dir einen Punkt gekostet mit dem Fehler, dann hat sie aber so viel gemacht, dass sie dir wieder einen Punkt gegeben hat. Und das heisst, am Schluss kann ich sie nicht zur obersten Stufe, sondern in der Mitte. Und wenn sie aber in vielen neutralen Matches halt neutral bleibt, weißt, dann ist das halt schwierig. Das gleiche mit der Yara Ackermann. Yara Ackermann hat geniale Momente drin. Grossartig. Super. Wie sie den Bau von Manuela Pfister hält. Grossartig. 2, 3 andere Paraden. Der Hammer geht Punkt. Aber dann, der Rückpass dort, was geht sie dort raus machen? Hat einen Punkt gekostet. Der Flatter hat auch einen Punkt gekostet. Es geht mir um das. Die Goalies, die wir bis jetzt hatten, die vom FC St. Gallen rausgekommen sind, ohne Welle auf diesen Goalies rumhacken. Und ich weiß nicht mal, wer der Goalie-Trainer ist bei St. Gallen, also kann ich es dir gar nicht sagen. Aber wenn ich die gesehen habe, und zwar allesamt, bis auf Tamira Eicher, die ich zu wenig gesehen habe. Aber allesamt, die ich bis jetzt gesehen habe. Monika Don, Böhi, Örtle, Ackermann. All zusammen haben die Inkonsistenz. Aber hast du das nicht in der ganzen Liga? Natürlich habe ich das in der ganzen Liga. Die ganze Schweizer Fußball-Goalies. Natürlich, aber... Bei diesem Verein ist es mir einfach viel mehr aufgefallen, weil die anderen Vereine haben ja schon lange ersetzt durch externe Goalies, die auch nicht besser sind. Das regt mich dann noch mehr auf. Ein Klink und ein, wie heisst sie da, ein Schuld und so weiter. Muss ich auch nicht sehen in den Golf von diesen Vereinen. Ich sage nur, sie sind nicht besser als die Schweiz. Ich glaube, es ist sehr schwierig. Ich habe nichts gegen St. Gallen. Ich sage nur, Nadine Böhi hat zuerst einen Fehler gemacht. Und das ist schade. Nichts gegen Nadine Böhi. Ich finde auch nicht, sie muss ersetzt werden. Ich finde, sie ist Nummer 1 bei St. Gallen und sie macht das gut. Ich finde, Nadine Böhi ist auch nicht der schlechteste Goalie in der Liga. Es ist irgendwo Platz 4, 3, 4. Super. Ja, so. Und jetzt geht Ines Pereira weg, dann ist sie 2. Ja, wenn sie das Level halten. Warum geht sie nicht zu Servette? Ich weiß nicht, ob sie zu Servette geht oder ob sie angefragt worden ist oder nicht. Hat sich gemeldet. Hat sie mal mit der Sondi Mändli Kaffee genommen? Ich weiß es nicht. Ich kenne die Privatsphäre von diesen Spielerinnen nicht. Ja. Nein, ich sage nur, schau, für mich ist der Match in St. Gallen ist ein sehr bildlicher Match für beide Teams gewesen. Basel, wo nicht das Leadership hat und nicht die Qualität zum Teil,
zu einem Sack zumachen. Und St. Gallen, der so lange lauert, dass sie vergessen zu spielen. Sie haben eigentlich, sie haben Golen gemacht. Sonst hat Basel, Basel in der ersten Halbzeit ein Feuerwerk abgeführt. Ja, aber für St. Gallen eben was gemacht hat? Ja, abgewartet, ihre Spiele. Gelauert und nicht gespielt. Und das ist ja das Schade, weil ich kenne ja die Spielerinnen von St. Gallen. Und ich weiss, dass es eigentlich wird gehen. Vielleicht geht es nicht immer gut und vielleicht kostet es ihm auch etwas. Aber St. Gallen könnte doch viel aktiver Fußball spielen. Das ist mein einziges Problem mit St. Gallen. Die haben nur auf den Konterfußball zu besinnen, wenn du die kreativste Spielerin in der Geschichte wahrscheinlich hast mit einem Schweizer Pass. Ist das ein Scherz? Genau. Das Stan. Noah Scherz ist grossartig. Und du könntest aber so spielt St. Gallen nicht, das ist auch okay. Weil am Ende des Matches haben sie ja das bekommen, was sie wollen. Mit Vöduzl und mit grossartigen Nadine Böy, sage ich nochmal. Und mit einer herausragenden Jana Brunner und mit einer sehr, sehr starken Naya Glanzmann. Aber es war sehr, sehr hart für beide, also für St. Gallen, den Punkt mitzunehmen und die Entscheidung auf Basel zu nehmen. Und dann in Basel haben wir dann einen anderen Match gesehen. Und in Basel haben wir erstens das Basel gesehen, wo das Zeug mal erledigt effizient. Hat, wo effizient war. Und gleichzeitig das St. Gallen, der nicht genau gewusst hat, wie sie spielen wollen. Weil du hast die Franzi Gauss, die Geraldine DS ersetzt, aber eben der Vor und nicht der Hinten. Und anstatt dass du dann einfach sagst, weißt du was, wir machen 4-3-3, traust du dich nicht, aber im Geist bist du im 4-3-3. Oder? Aber das gescheiter wäre, Doppel 8 spielen mit Scherz Gauss und so eigentlich versuchen, aus der Mitte raus zu kontrollieren. Und das haben sie nicht. Sondern sie haben versucht, weiterhin ihr 4-2-3-1 zu spielen. Oder? Mit den wechselnden Stürmerinnen. Und das hat weniger gut funktioniert, weil Franzi Gauss für mich ein Achter, für mich ein Ballbesitzspielerin ist. Und wenn man das aber versucht hat, vielleicht, halt wirklich kurz die Philosophie zu ändern. Ja, machst du das im Rückspiel vom Playoff-Viertelfinale? Zum Kim Kuliger erwischen, ja. Kim Kuliger hat wahrscheinlich nicht eine Sekunde, ich sag das, nicht eine Sekunde irgendwie eine Spielerin von denen studiert oder irgendein Video studiert. Und das stelle ich ihr jetzt mal. Kann man nicht vorstellen, aber okay. No, ich glaube nicht. Ich glaube, Kim Kuliger hat einfach ihr Team eingestellt, wie sie es wollen. Sie hat auch übrigens ein bisschen rotiert und ein bisschen verändert, weil sie gewusst hat, aha, ich brauche da ein bisschen mehr Durchschlagskraft. Aber Kim Kuliger hat das nicht gemacht. Und darum hättest du sie verwünschen können. Du hättest sogar auf Deva Bachmann vielleicht in die Mitte ziehen oder Chantal Wieser in die Mitte einsetzen. Gang auf ein 4er- oder 3er Mittelfeld, nicht auf ein 2er Mittelfeld. Gang Basel dort holen, wo es ihnen wehtut. Und zwar im Zentrum, wo sie vermeintlich eben die Oberhand haben. Und die Kumba so mit einer Doppelung, mit zwei Gegnerinnen, wäre gar nicht zurechtgekommen. Ist meine Theorie, aber hey, im Nachhinein kann ich immer etwas sagen. Genau, ist einfach. Marisa Wunderlin hat sich für ein System entschieden, hat das dann funktioniert? Nein, natürlich hat es nicht funktioniert. Hat man ja gesehen. Basel hat St. Gallen an die Wand gespielt. Klar, ja, aber Basel hat das auch im Hinspiel schon gemacht. Ja, ich weiß. Es ist einfach ein Auffall, weil es 1-1 ja, ausgeht. Ja. Ist ja Andi. Da kommen wir ja zurück zu unserer Inka Grings-Diskussion, wo ein sehr schlauer Mann, du, damals gesagt hast, hättest du denn jetzt weniger Punkte, wenn du es anders würdest machen? Gut, aber hat das ist natürlich Marisa... Gut, aber da reden wir reden bei der Inka Grings von wie viele Spiele hat sie gemacht? Ja, 11, 13, 14. Aber dort, wo wir es gesehen haben, hat sie 10 gehabt. Aber bei der Marisa Wunderlin hat sie dann ein anderes Resultat. Ja, dort ist es um entscheidende Spiel gegangen. Ja. Das ist schon eine ganz andere Situation. Ich glaube, ich habe das Gefühl, erst in der Saison von St. Gallen irgendwo ein Knick drin. Ja. Irgendwo, ich weiß nicht wo, aber dort, ab dort geht es abwärts, resultattechnisch, spielerisch irgendwie, geht es nicht mehr so auf. Vielleicht haben es einfach die Gegner schon gecheckt. Dass es eine Kontermannschaft ist und dass sie dort auch mit dem Konterfußball schauen. Genau, und sehen, wie die das dagegenheben können. Oder sonst irgendetwas, aber es war halt dann doch nicht mehr die Power dahinter, die es vorher hatte. Und ich glaube, dann tut das gut, wenn nachher die Saison vorbei ist und sie wieder von vorne aufbauen können. Glaube ich.
Und die Saison ist vorbei mit einem Rückspiel in Basel, wo Basel klar die bessere Mannschaft war. Ja, und halt einfach wirklich effizient. Also wenn, ja, wenn Basel so effizient wäre im Hinspiel, dann wäre ja, ja, wär das Rückspiel wär hinfällig gewesen. Dann hätte es nicht mehr gebraucht. Und jetzt stehen die richtigen vier im Halbfinale. Basel, Zürich, IB, Servette. Ich denke schon. Das sind glaub, die vier Mannschaften, die es verdient haben in der Stahl. Das sind die ersten vier von der Regular Season. Und jetzt sage ich etwas Dummes, darf ich schnell? Ja. Die vier haben ja eigentlich recht eng, sind ja eigentlich recht eng beieinander gewesen am Schluss. Ja. Wenn wir jetzt nochmal eine richtige Saison gespielt hätten, wo die vier nochmal gespielt hätten, richtig, all die Matches, und wo es nicht irgendwie Schonungen gegeben hat für Cup-Finals und so, wäre das nicht spannender geworden, als das, was wir jetzt haben. Ich habe gestern, nein, wann ist es gewesen? Dann habe ich Spiel gehabt, am Samstag, vorgestern. Mhm. Habe ich mit jemandem darüber geredet, glaube ich, wieso, dass man nicht einfach auch, wie in der Super League von der Männer jetzt, wenn man schon unbedingt noch mehr Spiel machen will, dass man sagt, okay, dann teilen wir es. Mhm. Oder? Also erste, zweite, dritte, vierte, fünfte und dann halt runter. Mhm. Und dann machst du so und einmal ein Ding. Dann hast du auch wieder die gleichen Spiele. Ja. Alle haben gleich viel Spiel. Ja. Und es gab bei allen Spielen noch etwas. Ja. Nicht wie jetzt die Platzierungsspiele, die du nicht mehr brauchst. Ja. Ja. Das ist halt Input. Du, eben. Ich habe ja schon viel darüber geredet. Weißt, jetzt reden sie auch darüber, jetzt haben sie ja den 20 Minuten gesteckt, dass gewisse Vereine ja ein zweites Finale wollen, weißt, das Best-of-Three-Game oder so, vielleicht sogar im Finale. Und ja, vielleicht eben ändern wir den Modus mit zwei Finalspielen oder so, weißt, ja, aber... Best-of-Three im Playoff-Finale? Ja, das wäre echt nicht so eine dumme Idee, finde ich. Aber ja, es ist auch gleich eine dumme Idee, weißt, ich sage nur, Playoffs allgemein sind eine dumme Idee. Und dann haben sie so da als... Weißt, viele Leute verwechseln die Diskussion Playoffs bei den Männern mit den Playoffs bei den Frauen. Bei der Frau ist wie gar keine Entscheidungsmöglichkeit, die man sieht. Es hat einfach gesagt, jetzt geht es einfach. Und ihr sind alle ruhig, so wie ich das gehört habe. Vielleicht bin ich da auf alle informiert worden, aber... Ja, über Servette und IB haben wir schon geredet. Basel, Zürich. Was hast du das Gefühl? Basel wird Meister. Bleibst du dabei? Ich bleib dabei. Ich habe das Gefühl, selbst gegen IB hat Basel Mühe. Selbst gegen IB? Also IB. Ja. Ich würde sagen, Basel hätte den angenehmsten Gegner zu bekommen können. Zürich, ja, sicher. Finde ich. Aber gegen Zürich haben sie zweimal verloren. Das. Ja, ja, aber ich glaube, nachher wird es dann, also das Finale wird so oder so sehr spannend. Sage jetzt mal, weil, ja. Weil, egal, ob jetzt... Das stimmt, es ist nur ein Match, ja. Das macht es natürlich sehr interessant. Ja, genau. Look. Zürich hat mich bis jetzt überrascht. Darum überrascht sie mich wieder im Halbfinale, habe ich das Gefühl. Echt? Meinst du, auf zwei Spiele raus gegen Zürich, gegen Basel? Ey, wie sie es machen, weiß ich nicht. Aber bis jetzt haben sie mich überrascht. Also, ich halte darauf fest. Ich gehe davon aus, dass Zürich mich überrascht. Aber das nächste Woche können wir darüber reden und schauen, wie fest sie mich wirklich überrascht haben. Basel selber halte ich sehr viel davon. Ich finde, Basel ist eine gute Mannschaft. Ich finde, sie haben ein Leadership-Problem, wo sie verdecken, indem sie drei Captains haben, oder sogar vier. Das können sie mir nicht verdecken. Ich sehe, dass das Team kurz nach Spielbeginn sehr schnell flatternd wird und nicht mehr immer die Spielideen umsetzt, die sie müssen umsetzen oder was sie sollten umsetzen, dass dort ein Faden verloren geht. Das ist meine Einschätzung. Andererseits, eben, ich habe das Interview gegeben, zusammen mit dem, also nicht zusammen, also Theo Carpezza hat das Interview gegeben. Ich habe kurz auch mit der Publikation geredet, mit dem 12-Magazin wieder mal. Und dann habe ich dort, aber ich werde auch zitiert, gesagt, Basel muss in den nächsten 2 bis 3 Jahren Meister werden. Ich halte daran fest, das ist meine Meinung. Wenn Basel jetzt schon Meister wird, ist es für sie das Beste, was passieren kann. Sicher, weil Meister werden ist gut. Ich finde es auch cool, weil hoffentlich kann ich dann den Champions League Match zeigen, wo ansteht. Aber wenn Basel Meister wird, sendet es eine schlechte Message an unsere Liga. Und zwar, dass man sich durch widerlich zusammengekaufte Truppen, nein, dass man sich durch ein zusammenbasteltes Projekt, das eigentlich mehr Zeit braucht, wo Basel selber dazu steht, dass sie mehr Zeit bräuchten eigentlich, um wirklich
leistungsfähig werden, dass das schon funktioniert. Und das wird wiederum bestätigen. Weißt du, es hat nicht mehr mit dem FC Basel zu tun, meine Sorge, sondern es hat nur mit der Liga zu tun. Es bestätigt meine Haltung, dass die Qualität sich noch aber verschoben hat. Das gesagt, Basel ist ein gutes Team. Basel sollte fußballerisch besser sein als der FC Zürich, vor allem, was sie gezeigt haben in dieser ganzen Saison. Das Einzige, wo ich überrascht bin und wo mich weiterhin nicht überrascht, ist, dass Zürich die direkt gewonnen hat und darum weiß ich nicht, was passieren wird. Ja, also ich finde halt, gell, Basel kommt halt schon mit viel Qualität her. Darum eben, weil die Liga sich also an dem misst, ist schwierig, weil dort ist wirklich viel gekommen, wo eben Bayern, auch wenn sie ausrangiert sind und so weiter, es ist schon Qualität gekommen. Und dann hat schon eine Mannschaft, die so zusammengekauft worden ist, dass viel Qualität drin ist. Ah, ganz klar. Also von dem her, die haben müssen den Anspruch natürlich haben, Meister zu werden. Dann die zwei Spiele sind gar nicht mir sehr gut gefallen. Ich finde, eben, wie gesagt, meiner Meinung nach... Dort hat man gesehen, dass sie das Schippen drauflegen können, genau. Was mich positiv überrascht. Wie gesagt, ich bin... Basel ist fußballerisch top. Ja. Ich habe kein Problem mit der baselischen Business und Philosophie. Ich habe das Problem mit der Liga, die sich von so einer Mannschaft mit eigentlich wenig Liga-Erfahrung, wenig Abwehrerfahrung umrollen lässt. Ja. Also IB hat sich nicht umrollen lassen in der Halbfinale vom Gap. Nein, aber eben, du, ja. Schau, dort ist wirklich, dort ist viel Qualität eingekauft worden, viel Qualität geholt worden und ich glaube jetzt im vierten Finale haben sie es gezeigt, das sind zwei sehr starke Vorschläge gewesen, finde ich. Meiner Meinung nach können sie im Kim und Fach das schon entscheiden, wenn sie effizient sind. Mhm. Ist meine Meinung von Anfang der Saison bis heute, ich glaube, die werden Meister. Und dementsprechend lohnt es auch Zürich. Und ich würde im Fall sagen, obwohl eben, wie gesagt, ich finde, Zürich macht das irgendwie ja dann immer gut. ich würde sagen, es wird sogar eine relativ klare Sache, sage ich. Okay, ja, ich bin sehr gespannt. Ich lasse mich nicht auf klare Sachen raus. Ich bin auch der Meinung, Basel ist besser. Ich habe das Gefühl, Basel ist das bessere Team und sollte das bessere Team sein. Ich lehne mich aber nicht so fest aus dem Fenster raus wie du, weil ich gesehen habe, dass Zürich immer wieder schafft, irgendwo das alte Zürich zu channeln. Und wenn sie das schaffen, wieder gegen Basel in einem Spiel nur schon, habe ich das Gefühl, dass Basel dann das Problem haben. Das Hinspiel ist in Basel, das Rückspiel in Zürich. Auch das könnte für Zürich sprechen. Ja, ich habe es jetzt im Herrenschürli gesehen und es ist jetzt nicht so... Dass irgendwie einen Vorteil daraus gezogen hat. Ja, weißt du, gegen Basel im. Ist natürlich schon einmal etwas anderes mit Basel in Zürich. Ja, ja. Und ich kann mir vorstellen, dass die Südkurve dann auftaucht. Ja. Und ich kann mir dann schon vorstellen, dass etwas ist. Dass etwas anderes ist. Ja, ja, das ist so. Ich glaub, und Basel... wenn eben das Hinspiel dann nicht so klar war, weißt du? Ich glaube, dann kann Zürich dann schon das Problem werden für Basel. Ich glaube, das Hinspiel wird relativ klar. Ich sagen, dort wird es eine klare Sache und ich glaube aber auch bei IB und Servet wird es eine Verlängerung geben am Schluss. Okay. Das ist, ja. Also mutige Prognose. Ich finde den sicher spannender als Basel Z. Mutige Prognose. Ich würde gerne dabei sein an diesem Match, aber ich kann leider nicht auf Basel. Also wenn es dabei bleibt, dass es am Samstag ist, weil ich einen anderen Termin habe mit Upsides, Futsal Playoffs. Schauen alle zu. Es ist nämlich sehr spannend im Moment, Wiel gegen Minerva zeigen wir. Minerva ist Rekordmeister. Wiel ist der Aufsteiger von vor zwei Jahren, der sich seither gut schlägt. Basel würde ich gerne sehen, vielleicht dann das Rückspiel in Zürich. Und ich gehe sicher auf Bern, wenn sich das bewahrheitet mit dem Sonntagsanspiel. Und bin dann gespannt, wie sich dort die Teams schlagen. Ich gehe davon aus, dass wir dort sehr ein Duell auf Augenhöhe werden sehen. Aber ich gehe davon aus, dass beide Halbfinals noch nie nach einem Tag entschieden sind. Aber für das kommen wir ja nächste Woche wieder. Schauen wir mal. Wenn du Zeit hast, was ja auch immer wieder ein Wunder ist, wenn das du hast. Schiri, Tränen. Das ist jetzt... Eigentlich das Thema gesehen. Für heute gehen wir nur schnell, wirklich nur blitzschnell. Aarau gewinnt gegen St. Gallen und St. Gallen verliert gegen Luzern. In der U19, St. Gallen, wo lang Nummer erst war, ist jetzt plötzlich nicht mehr in den Playoffs in der U19-Stufe. Schau, erwähnenswert, oder nicht? Das ist überraschend, oder? Also es hat ja kurz mal so ausgedacht, wie Aarau kommt, dann haben sie wieder so einen Knick gehabt. Ich habe jetzt gehört, dass ich vor etwa
30 Wochen, also man gesagt hat, kein Favorit daran. Und dass die Trainer das ausgedruckt haben und aufgehängt haben in der Garderobe. Ah, echt? Es gibt noch zwei Matches. 5 Punkte ist der Unterschied zwischen Aarau und St. Gallen. 6 sind im Spiel. Aarau spielt eins gegen Zürich, wo man davon ausgeht, nach dem Youth Cup, dass wahrscheinlich gegen die U21 mehr spielen müssen als gegen die U19. Was vielleicht sogar besser ist für Aarau. Ganz okay. Heimlich gesagt, weil die U19 ist zum Teil schon recht gefährlich. Und übrigens, die U21 Spieler sind auch im richtigen Alter. Also das ist ja nicht das Problem. Ja, das ist klar. Und dann das letzte Spiel gegen Rapperswil, wo ich jetzt nicht wieder anfangen vom Match gewinnen, haben wir das Gefühl, nach 25 verlorenen Runden oder 23 und 2 Unentschieden. Das heisst, für St. Gallen ist das sehr, sehr eng. Schon noch hart für Hans-Uli Gehrig. Ist nicht schön wahrscheinlich, ja. Ist, ich glaube auch nicht, dass es noch das glaubt haben, dass es wirklich noch angegriffen werden könnte. Ich glaube, sie sind schon relativ sicher gewesen. Und dann ist es mal kurz eng geworden und dann hat sich wieder ein bisschen auseinandergerissen und jetzt ist, ja, jetzt ist es fast Fakt, dass sie nicht mehr in die Playoffs kommen. Speziell die Playoffs der U19 werden wir euch so viel wie es geht zeigen. Das sind wir natürlich auch abhängig davon, wenn Teams ihre Matches ansetzen und das sind sie vielleicht nicht alle gleichzeitig ansetzen und halt natürlich auch wegen dem Futsal. Ja. Spielt der St. Gallen dort? Aha, nein, St. Gallen kommt in den Playoffs. Nein, ja, ich fände es cool, ja. Ein bisschen U19 zu sehen bei dir. Ja, das wird es sicher geben, denke ich jetzt. Aber Fokus Futsal und U19 Playoffs und dann der erste Liga-Finale, wo ich mich freue. Hast du wieder? Ziemlich sicher, ja. Die Frage ist nur, wo ist er, wann ist er und vor allem Lugano gegen Oerlikon oder Luzern gegen Courchevel. Wir werden es sehen. Mehr gibt es diese Woche nicht von Frauenfußball, oder? Ja, auf Abstiegsrunde. Liga. Delegationsliga. Wiel stellt sich hier an, geht dreimal in die Führung und gleich verliert. 4-3 hat Solothurn Sion gewonnen. Thun überrascht mich ein bisschen, aber völlig zu Recht. Sie sind ja über die Saison aus das bessere Team gesehen. In dem Direktduell mit Rappi, finde ich. Also wenn man die Qualität anschaut, Thun gewinnt 3-0 in Rappi. Darum ist Thun jetzt eigentlich auf der Pole Position für den Klassenerhalt. Sion wird sich wahrscheinlich nur sehr schwer das jetzt wegnehmen von Rappi. Meinst? Und Will. Ja. Also ich glaube schon. Also Topscorerin Borini ist zurück. Und ich habe einfach das Gefühl, Sion hat mehr Biss. Das hast du auch an diesem Match gemerkt. Das war gar nicht zwingend, dass Sion müsste zurückkommen, aber Will hat es erlaubt, indem Will zu wenig Biss hat. Also ich habe das gesehen und es ist... Also wenn du so verteidigst und raufkommst, dann haben wir ein Problem. Ja, aber weißt du, Erik Severak wird das Team umkrempeln, völlig. Ja, aber du musst ja zuerst mal nicht raufkommen. Hey, ich hoffe, dass... zuerst mal, ich habe gar keinen Favorit. Ich hoffe, dass der, der raufkommt, das verdient hat. Aber sorry, wenn du dich wie Will und wie Rappi... Gut, Rappi hat ja gewonnen gegen sie. Und wenn du dich so anstellst, wie die zwei Teams gegen sie, dann musst du dich auch nicht überraschen, wenn es dann geht. Also bei mir hat es mich echt überrascht, dass es nicht das Ende bringt, weil sie haben jetzt wirklich, ich glaube, viermal ist es ein ähnlicher Spielzug. Es war so oft eigentlich die Möglichkeit gewesen, um den Spielzug sogar noch mehr wiederholen, weil sie so weit vorne steht. Ist Marcel Bischofberger eigentlich auch bei St. Gallen ausgebildet worden? Wieso meinst du? Nur so. jedenfalls ist das so eine offensive, defensive Linie, wo auf einer Linie steht, also das so einfach zu überspielen. Also ich eben, das ist eigentlich eines der ersten Spiele, die ich von Sion gesehen habe. Und ich glaube es nicht. Hey, wir werden es sehen. Sion ist aber jetzt im Moment zweiter. Punktlich mit Rappi, aber viel mehr Goal geschossen, 4-3 gewonnen. Und Thun ist erster mit 6 Punkten. Ja. Und das ist es. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich danke dir, Andi, für die Nachtschicht. Ja, sehr gerne. Und ich danke am wunderbaren Einkauf für den Raum. Ja, ist cool da. Die Weißwürste sind sehr zu empfehlen. Das war es. Ich hoffe, ihr abonniert uns hier auf YouTube, aber auch auf Instagram, auf Twitter, auf Facebook, auf Soundcloud und auf Spotify. Tschüss zusammen. Ciao miteinander.